Simsalabim. Heute haben wir eine echte Verwandlung für euch. Wer erinnert sich noch an Goodbye Deutschland Urgestein Anke Leithäuser alias Hasi? Genau richtig, wir sprechen von der gebürtigen Wuppertalerin mit der tiefen Stimme und dem frechen Kurzhaarschnitt. Seit über 10 Jahren führt die 52-Jährige jetzt schon eine Imbissbude am Gardasee. Immer an ihrer Seite Mama Gisela. Ihre Mutter erweist sich auch in Zeiten von Corona als helfende Hand. Sie muss sich um die Frisur der Blondine kümmern. Während das Mutter-Tochter-Duo fleißig vor dem Imbissparadies am Haarschnitt zugange ist, haben die Fans der Kultauswanderin nur Augen für ihren Körper. Seit über 3 Monaten hat das Hasi nun kein Foto mehr in den sozialen Medien geteilt. Jetzt meldet sie sich mit diesem Video auf Instagram zurück und scheint eine echte Verwandlung durchgemacht zu haben. Hat Hasi abgenommen? Ich habe sie nur an ihrer Stimme erkannt, fragen die Fans ganz überrascht. Da ist was Wahres dran. Während das TV-Gesicht auf ihrem letzten Posting noch mit einigen Pfunden mehr an der Imbisstheke lehnt, scheinen die Rundungen von damals heute Geschichte zu sein. Mit neuer Figur und jetzt auch mit neuer Frisur ist Hasi kaum wiederzuerkennen. Wahnsinn, diese Verwandlung ist echt magisch.